So, ihr Süßen, es ist Sonntag und zwar um 5. Das ist meine vierte, also nicht meckern, ja, und die rauche ich jetzt zu Ende mit euch. Ja, ich habe heute was Tolles entdeckt und zwar meine Rosen in meinem Rosenfeld, die haben schon Knospen, ja. Und der Magnolienbaum, der fängt auch an, Knospen zu bekommen. Und der Feigenbaum drückt gerade die ersten neuen grünen Blättchen raus. Ja, das ist toll. Und wir gehen nachher um 19 Uhr gehen wir essen. Und zwar ins La Marina. Da gibt es deutsches Essen. Und die Wirtin kennen wir gut. Und jo, also mal gucken, was es heute gibt. Da kann man bei schönem Wetter noch schön draußen sitzen und drin ist nicht so doll, aber so insgesamt die Atmosphäre und das Essen und die Leute und die Stimmung ist ganz gut. Jo, Schwiegermutter kommt mit, soweit ich das verstanden habe. Und dann ist der Sonntag vorbei. Und morgen, Montag, muss ich mir nochmal die Fragen aufschreiben an den Doktor. Und Dienstag geht es dann nach Alicante zu meinem netten, lieben, süßen Dr. Corti. Ja, also ich denke mal, mein Gesicht ist schon wieder fast normal. Meine Füße keine Probleme, meine Knie keine Probleme, meine Beine sind auch nicht mehr so dünn und mein Bauch ist noch dick. Ich habe ja auch zugenommen, also ich habe ca. 8-9 Kilo zugenommen in den letzten paar Monaten. Schon heftig. Ich meine, es ist besser als abnehmen. Hat man ein bisschen Reserven. Aber ist natürlich so, dass dann kaum was passt an der Taille durch den Bauch und so. Und aber es ist nicht mehr so froschmäßig mit dicken Bauch und dünnen Beinchen. Also das ist nicht mehr. Die Beine sind normal. Und hintern auch normal. Bloß eben der Bauch ist noch. Jo, sonst geht's mir gut. Und mich hat heute richtig gefreut, dass meine Rosen aus dem Winterschlaf erwacht sind. Ja, das war richtig toll, ne, Fritzi? Jo, die Sonne scheint. Das ist was Feines, ne, für die Hundis. Jo, schönes Wetter, ja? Schönes Wetter. Ja, ja. Ja, das wollte ich euch nur erzählen. Ich habe gerade einen Bericht gesehen über künstliche Intelligenz und wie sie in der Zukunft noch weiterentwickelt wird und so weiter. Also es gibt sogar schon einen Roboter, der malen kann. Und es gibt Roboter, die aussehen wie Menschen. Und ich denke mal, in Zukunft wirst du kaum noch unterscheiden können, was dir gegenüber sitzt. Ich glaube schon, dass die das wirklich bis ins Extremste weiterentwickeln werden. Und dann kam natürlich immer die Frage, ja, wo sind wir dann den Robotern noch einen Schritt voraus? Was können wir denn, was die nicht können? Und was haben wir denn, was die dann nicht haben und so weiter. Das kann ja alles entwickelt werden. Und ja, ich kann euch das sagen, was die wahrscheinlich niemals erfahren werden. Wie sich Glück anfühlt, wie sich Liebe anfühlt, wie sich Gefühle anfühlen. Und ich glaube nicht, dass die jemals Fantasie haben werden. Die können vielleicht was nachahmen, die können, was sie sehen oder
was man ihnen als Vorgabe gibt, können die sicherlich malen und machen und tun und können daraus Elemente entnehmen und können dann neue Kunst zusammenstellen. Aber Fantasie, aus dem Nichts sich etwas vorstellen, das glaube ich nicht. Und dann erklär mal einem Roboter, wie Senf schmeckt oder wie Meer, das Meer riecht. Du kannst es ihm vielleicht versuchen zu erklären, aber er wird es selbst nie schmecken. Er wird selbst auch nie riechen können. Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass wir dieser künstlichen Intelligenz ein bisschen was voraus haben. Und dass uns immer etwas unterscheiden wird. Und zwar im Positiven. Jo. Also das war sehr interessant und schauen wir mal. Aber die Politik wird es schon versauen, da mache ich mir keine Sorgen. Gut, also meine Rosen haben Knospen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Wir gehen nach Essen, machen uns schick und dann ziehen wir los. Und... Ja, und Dienstag zum Jog. Und schauen wir mal, was der sagt. Ich grüße euch ganz, ganz, ganz lieb und danke Freya für deinen Kommentar und Kalle Schwarz. Und alle anderen, ich habe immer noch 50 Kommentare, die ich mir nicht ansehen kann und nicht lesen kann, weil mir dieses YouTube immer sagt, wenn ich draufklicke, dass ich die lesen will, dann sagt er immer, keine Kommentare verfügbar. Also dann müssten quasi 50 Leute ihre Kommentare gelöscht haben. Und das glaube ich nicht. Die werden mir auch immer wieder angezeigt. Also nur wenn ich draufklicke, dann ist komischerweise... kann er nichts abrufen. So. Trotzdem ganz, ganz liebe, herzliche, sonnige Grüße und habt noch ein schönes Restwochenende. Gemach, gemach, schön relaxed und einen tollen Start morgen in die Woche. Okay. Mit aller Liebe aus meinem Herzen. Tschüss und winke, winke. Bis dann.